Akkurasenmähern wird meistens nachgesagt, dass sie eine nicht ganz so starke Leistung haben wie ihre Elektro- oder Benzinkollegen. Doch es gibt auch Akkurasenmäher, die abgesehen von ihrer Praktikabilität durch eine starke Leistung überzeugen können. Drei dieser Modelle haben wir euch heute mal mitgebracht. Es handelt sich nämlich um 36 Volt Akkurasenmäher. Vorstellen möchten wir euch unseren persönlichen Preis-Leistungsfavoriten und anschließend noch zwei Alternativen. Das beste Modell für den geringsten Preis und das beste Premium-Modell. Wenn ihr euch weiter noch für diese Akkurasenmäher interessiert, noch selbst ein wenig recherchieren oder die Produkte auch gleich bestellen wollt, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir euch alle drei 36 Volt Mäher verlinkt. Nun aber viel Spaß mit dem Video und auch schon gleich unserem Vergleichssieger, wie gesagt. Wir haben sehr, sehr lange und ausführlich zu Rasenmähern recherchiert und das auch schon in anderen Videos. Herausgestochen hat da immer wieder ein Modell und zwar der Bosch Advanced Rotec. Bei diesem Akkurasenmäher handelt es sich um ein Gerät, welches mit einem 36 Volt Akku betrieben wird. Verwendet werden kann dafür die gesamte Bosch Akkureihe, beziehungsweise alle 36 Volt Akkus natürlich. Erwerben kann man das Modell ohne Akkus, wenn man schon welche zu Hause hat, oder auch wahlweise mit einem oder mehreren 2, 4 oder 6 Amperestunden Akkus. So oder so, durch die 36 Volt Akkuspannung bringt dieses Modell ordentlich Power mit, soll für Rasenflächen bis 660 Quadratmeter ausgerichtet sein, je nachdem natürlich, wie groß auch die Akkukapazität ist, beziehungsweise auch wie viele Wechselakkus man dabei hat. Das Schöne bei Akkurasenmähern ist ja, dass man hier mit unendlich vielen Ersatzakkus theoretisch arbeiten kann. Aber auch so überzeugt uns das Modell durch die weiteren Werte. 40 cm Schnittbreite, ein sehr solider Wert und zusätzlich eine 7-stufige Schnitthöhenverstellung zwischen 2,5 und 8 cm. Diese Einstellung ist sehr leicht hier per Knopfdruck vorzunehmen. Auch super einfach ist das Herausnehmen und Einsetzen des Grasfangbehälters. Mit dabei ist hier ein Behälter mit 50 Liter Volumen. Zudem überzeugt das Modell durch sein besonders leises Mähen. Klar, es handelt sich hier um einen Elektromäher, dank des bürstenlosen Motors des Advanced Rotec und der Pro-Silence-Technologie, durch die die Akustik verteilt wird, soll das Modell 30% weniger Lärm als sonstige Rasenmäher machen. Auch dabei die Ergonomiefunktion. Wir haben hier höhenverstellbare Ergo-Slide-Griffe, womit man das Modell an die eigene Körpergröße anpassen kann. Zudem kann das Modell auch durch die Leaf Collect Blade auch Blätter leicht einsammeln, zerkleinern und gleichzeitig verwerten. Verwerten bedeutet entweder in den Fangsack oder eben wieder auf den Rasen als Mulch aufbringen. Und zu guter Letzt ist dieses Modell natürlich auch sehr leicht verstaubar. Dafür klappt man den Griff einfach nach vorne. Zur Not kann man ja auch noch den Fangsack abnehmen und hat damit ein sehr kompaktes Modell, welches wie gesagt super leicht verstaut werden kann. Natürlich hat hier jeder seine eigenen Vorlieben und auch Ansprüche. Für uns persönlich ist der Bosch Advanced Rotec die perfekte Kombination aus modernem Design, starker Leistung und Funktionalität sowie auch noch einen sehr fairen Preis. Dieser schwankt natürlich, je nachdem, ob man das Modell einzeln oder mit verschiedenen starken Akkus erwirbt. Schaut mal selbst für euch nach, was ihr da benötigt. Mehr Infos zu dem Modell beispielsweise über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr direkt zum Advanced Rotec von Bosch. Als zweites möchten wir euch, wie gesagt, mal eine günstige Alternative vorstellen. Für uns ist der Einhell GECM 3637 das beste Modell für einen geringen Preis, wenn es um 36 Volt Akkurasenmäher geht. Dieses Modell kommt mit 37 cm Schnittbreite und kann ebenfalls wieder mit oder ohne Akkus erworben werden. Gerade wenn man schon Einhell 36 Volt Akkus hat, lohnt sich eventuell diese Variante, da das Modell dann noch sogar deutlich unter 200 Euro zu haben ist. Ja, die 37 cm Schnittbreite haben wir schon angesprochen. Außerdem dabei ist eine Schnitthöhenverstellung zwischen 2,5 und 7,5 cm in 6 verschiedenen Stufen. Und insgesamt soll das Modell dadurch für Gärten bis zu ca. 400 Quadratmeter ohne Probleme ausreichen. Kommt natürlich auch wieder auf die Benutzung bzw. ganz auf die Akkus an. Im Lieferumfang werden hier in der Variante mit dem Akkuset zwei leistungsfähige 36 Volt 3 Amperestunden Akkus geliefert. Ansonsten dabei ein 45 Liter Fangbehälter, die individuelle Höhenverstellung des Führungsholms mit Softgripflächen und natürlich der einfache Transport bzw. die platzsparende Aufbewahrung durch den klappbaren Griff. Außerdem als kleine Spielerei dabei die praktische Füllstandsanzeige, durch die man immer sehen kann, wie voll der Fangsack aktuell ist und ob er denn demnächst mal wieder geleert werden sollte. Zum Schluss möchten wir noch einen ganz großen Vorteil hervorheben und zwar das geringe Produktgewicht von nur 13 Kilogramm. Damit ist das Modell nicht nur besonders gut zu tragen bzw. zu transportieren, sondern natürlich auch beim Arbeiten sehr leicht zu führen, wodurch die Arbeit einfach nochmal entspannter und unkomplizierter läuft. Zum Vergleich, der eben vorgestellte Bosch Rasenmäher ist ca. 17 Kilo schwer.
Es handelt sich hier auch um das Modell mit der geringsten Leistung und auch der geringsten Schnittbreite. Das ist wie gesagt aber alles kein Problem und steht hier insgesamt noch in einem sehr, sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darum geht es ja im Endeffekt und deshalb wollten wir euch den Einhell GECM 3637 noch vorstellen. Mehr Infos zu diesem Modell über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes und letztes kommen wir zum Schluss noch zum besten Premium-Modell. Einen Akkurasenmäher mit echter Benzinpower, ganz ohne Benzin, so wie es Ryobi selbst sagt. Es geht nämlich um den RY36 LMX 51A von Ryobi. Ein sehr langer Name, aber im Endeffekt geht es ja um das Modell an sich. Es geht um einen der neuesten 63 Volt Akkurasenmäher von Ryobi, welcher sich wirklich bei allen relevanten Themen hier die Bestwerte abholt. Fangen wir vorne an beim Akku. Mit dabei ist hier ein 36 Volt 6 Amperestunden High Energy Akku und natürlich das dazu passende Ladegerät. In Kombination mit der sehr großen Schnittbreite auch von 51 cm soll mit diesem Modell das Mähen von Rasen bis zu 1000 Quadratmetern möglich werden. Ja, neben der hohen Schnittbreite von 51 cm ist hier auch eine Schnittstufenverstellung dabei, eine Verstellung der Schnitthöhe in 7 verschiedenen Stufen, sowie auch ein Easy Edge Rasenkamm für besonders randnahes Mähen, also zum Kantenmähen und Schneiden. Außerdem überzeugt das Modell durch seinen Mulchkeil, der hier mit dabei ist und der das gemähte Gras nicht nur nochmal zerkleinert, sondern gleich wieder auf den Rasen als Mulch aufbringt. Weitere Sonderfunktionen des Modells sind die LED-Scheinwerfer, durch die man auch bei Dämmerung oder einfach an schwer sichtbaren Stellen mähen kann, die extra großen Hinterräder für zusätzliche Wendigkeit sowie auch der zweite Akkusteckplatz zur Verlängerung der Betriebszeiten in großen Gärten. Also kauft man sich hier noch Zusatzakkus von Ryobi dazu, hat man hier eine noch längere Akkulaufzeit, nicht nur weil man die Akkus einfach austauschen kann, sondern weil man das Modell mit gleich zwei Akkus betreiben kann. Auch dabei natürlich sind die Teleskopgriffe zur Höhenverstellung, diese sind auch klapper, wodurch das Modell leicht verstaut werden kann. Am Griff selbst gibt es verschiedene Griffmöglichkeiten, die Griffe sind hier auch mit einer Softgrip-Beschichtung versehen und zudem dabei ist der extrem große Fangsack mit 60 Liter Füllvolumen. Das einzige, was uns am Ryobi-Modell ein wenig stört, ist das höhere Gewicht. 26,7 Kilogramm soll das Modell mit Akku wiegen, aber es handelt sich auch hier, wie gesagt, um das Top-Modell mit den stärksten Werten, welcher auch vor allem für größere Gärten ausgerichtet ist. Ja, es gibt viele Premium 36 Volt Akkurasenmäher, aber kein Modell, welches auch bei den Kunden so gut ankommt, was einfach die starken Werte sowie auch die Qualität von Ryobi unterstreicht. Aber informiert euch gerne selbst nochmal zum Modell, lest euch auch gerne selbst nochmal die einzelnen Kundenbewertungen durch. Mehr Infos zum Ryobi 36 Volt über den dritten Link in der Videobeschreibung.